Bigger, bigger. Hinter mir wird heute die wohl grausamste Verhandlung seit Einführung der GEZ abgehalten. Ein junger Hengst soll noch vor Heiligabend einen Ehemann brutal ermordet und seine Leiche auf übelste Art und Weise verunstaltet haben. Leider wissen wir bisher nichts Genaues zu der Tat. Aber wir wären nicht wir, wenn wir von Equestria Channel 9 nicht exklusive Infos für Sie hätten. Wir schalten nun live ins Innere der Verhandlung. Und hiermit ist die Verhandlung eröffnet. Sie können beginnen, Herr Staatsanwalt. Der Angeklagte, hier bitte Name eintragen, sobald dieser bekannt ist, hat am Abend des... Herr Staatsanwalt, Sie wollen mir doch wohl nicht ernsthaft sagen, dass Sie den Namen des Angeklagten nicht kennen. Doch natürlich kenne ich den. Dann tragen Sie diesen doch bitte vor. Das habe ich getan. Wollen Sie mir etwa weismachen, dass der Name dieses Angeklagten hier bitte Namen eintragen, sobald dieser bekannt ist, sei? Das möchte ich. Ist das wirklich Ihr Name? Ja, Sir. Das ist korrekt. Wer denkt sich denn bitte so einen bescheuerten Namen aus? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Nun gut, fahren Sie fort. Hat am Abend des 22.12.2014 in der Nähe des Everfree Forest eine Fichte erst bedroht und dann aus niederen Beweggründen mit der Axt gefällt. Dann schliff er sein noch lebendiges Opfer mit zu sich nach Hause, um ihn dort in einen Weihnachtsbaumständer zu pressen. Um die Tat zu vertuschen, versuchte der Angeklagte, seine Spuren mittels Weihnachtsschmuck am Opfer zu verwischen. Das Opfer starb einige Tage später noch am selben Ort. Der Angeklagte wird somit des Mordes, der Leichenschändigung sowie Störung der Totenruhe angeklagt. Danke, Herr Staatsanwalt. Also, Herr, hier bitte Namen eintragen, sobald dieser bekannt ist. Können wir Sie nicht einfach Max nennen? Ja, sicher. Das tun viele. Also, Max, was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Das ist totaler Schwachsinn. Ich habe nur einen Weihnachtsbaum für meine Familie geholt. Also geben Sie zu, die Fichte ermordet zu haben? Nein, das heißt, ja irgendwie schon, aber es war ja kein Mord. Das Opfer wurde von hinten mit dieser Axt erschlagen. Das war Mord. Was? Es ist doch nur ein Baum. Sie haben ein unschuldiges Lebewesen getötet und dafür wandern Sie heute in den Knast. Ich hab doch nur einen Weihnachtsbaum geholt. Sie haben ihn gnadenlos gefällt. Sie haben ihn seiner Familie entrissen. Es ist doch nur ein Baum. Eine Fichte. Na na, beruhigen Sie sich doch bitte. Wenn keine weiteren Fragen an den Angeklagten bestehen, würde ich gerne den ersten Zeugen aufrufen. Was denn für Zeugen? Ich hab allein im Wald den Baum gefällt. Und Sie geben es ohne Reue zu. Frau Fichte, bitte. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Also, Frau Fichte, Sie waren dabei, als Ihr Mann ermordet wurde. Ja, von dem da. Was zum Teufel ist hier los? Was genau ist denn an diesem Abend passiert? Also, es war ein ganz normaler Abend. Ich und die Kinder haben... Kinder? Ich und die Kinder haben uns schon auf unser Abendessen gefreut. Wir haben nur noch auf meine Ehefichte gewartet. Wissen Sie, meine Fichte war immer schwer am Arbeiten und hatte nie viel Zeit. Aber für die Familie war er immer da. Seit wann bitte geht denn ein Baum arbeiten? Eine Fichte. Fichten arbeiten doch nicht. Sehen Sie, kein Respekt hat dieser Hengst. Ruhe im Saal. Ich glaube, ich träume einfach nur gerade. Ja, wenn ich die Augen schließe und wieder öffne. Ist alles vorbei. Gut, wenn Sie mit Ihren Augenübungen fertig sind, rufe ich den nächsten Zeugen auf. Bester Freund, bitte. Frau Fichte, Sie können sich nach hinten setzen. Was will der denn hier? Der wird uns bestätigen, wie gewaltbereit Sie doch sind. Bitte setzen Sie sich. Hallo. Herr Staatsanwalt, Ihr Zeuge. Also, Herr bester Freund, Sie sind der beste Freund von Max. Max? Ja, vom Angeklagten. Oh, Sie nennen ihn Max? Ich habe ihn immer Peter genannt. Sie können uns doch bestimmt etwas über ihn erzählen. Ja, eigentlich nicht viel. Nur, dass er gerne mal Killerspiele spielt. Aha, sehen Sie, Herr Richter, der Angeklagte ist gewaltbereit.
Ja, Killerspiele sind da immer der beste Beweis. Das stand auch in der neuen Bald. Ey, kommt schon! Die machen auf keinster Weise aggressiv. Sehen Sie? Das hat sich total verändert. Und du willst mein bester Freund sein? Axtmörder! Bitte beruhigen Sie sich doch. Einspruch! Ah, wo kommen Sie denn her? Ah, die Frau Verteidigerin weilt also auch wieder unter uns. Ja, meine Kontaktlinse ist heruntergefallen. Aber Sie tragen doch eine Brille. Sie tragen doch eine Brille. Und Sie sind ein Axtmörder. Meine Rede! Sollen Sie mich nicht verteidigen? Ruhe im Saal! Bitte lassen Sie uns das hier schnell hinter uns bringen. Ich habe da noch was auf dem Herd. Also, bester Freund. Sie finden also, dass der Angeklagte durchaus ein gewaltbereiter Zeitgenosse ist. Absolut. Arschloch! Ich dachte, wir wären Freunde! 200 Bits Strafe wegen Beleidigung. Sie sollten gestehen. Sie kommen eh nicht mehr aus der Sache raus. Das habe ich doch schon längst. Ah, sehr gut. Dann ist meine Arbeit hier erledigt. Bitte? Keine weiteren Fragen. Frau Verteidigerin. Frau Verteidigerin! Oh, ja? Haben Sie noch Fragen? Nö. Gut, dann rufe ich jetzt den letzten Zeugen auf. Statist Nummer 27, bitte. Bester Freund, Sie können neben Frau Fichte Platz nehmen. Guten Tag. Guten Tag, Statist Nummer 27. Frau Verteidigerin, Ihr Zeuge. Also... Also? Ich hab vergessen, was ich fragen wollte. Also haben Sie keine Fragen? Ich weiß ja noch nicht mal, was ich hier soll. Sie sollen mich verteidigen! Oh, deswegen heißt das auch Frau Verteidigerin. Ja, warum denn sonst? Hören Sie auf, so zu schreien. Gewaltbereit! Axtmörder! Ruhe! Mann, wie soll man sich denn hier konzentrieren? Das Ganze wäre wesentlich einfacher, wenn man mir gesagt hätte, welche Rolle ich hier einnehmen soll. Sie sind doch nicht umsonst Anwältin! Was? Ich und Anwältin? Nein! Ich bin professionelle Raumbefeuchterin! Was? Na hier! Moment, Sekunde. Ah, wo habe ich's denn noch gleich? Ah, hier! Warum haben Sie das gemacht? Die Eisbucket-Challenge ist für einen guten Zweck, also stell dich mal nicht so an. Ja, selbst ich habe das gemacht. Warum haben wir denn überhaupt den Zeugen hier? Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich der Story eine unerwartete Wendung geben. Inwiefern eine Wendung? Na, ich habe diesen Drohbrief von Herr Fichte erhalten. Vom Opfer? Jupp. Aber das Opfer ist doch tot, oder nicht? Nein, das steht beim Angeklagten zu Hause. Also lebt er noch? Schlimmer. Er hat seinen Tod nur vorgetäuscht, um seine Lebensversicherung zu kassieren. Das ist ja noch schlimmer als Mord. Heißt das, ich bin aus dem Schneider? Axtmörder! Natürlich nicht. Die Angelegenheit wird vertagt. Ich habe ohnehin keine Zeit mehr. Ich muss für die Jeffersons noch den Weihnachtshengst spielen. Ja, ich muss auch los. Und bei mir ist die Stunde auch schon rum. Nun, dann beende ich die Verhandlung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Würde mich bitte jemand aus dem Käfig lassen? Hallo? Irgendjemand?